Hallo, hallo. Herzlich willkommen zu unserem Livestream aus dem Spandauer Forst. Sind hier zusammen mit 1 Million Mücken heute für euch, um euch ein bisschen die Biodiversität der Berliner Wetlands näher zu bringen. Wir haben wunderbares Wetter heute, das ist sehr gut für einige Tiere, die wir heute zeigen wollen. Die Bedingungen sind also super. Wir hoffen, dass wir viel sehen können. Da kommen schon die ersten Fragen. Wo seid ihr? Wir sind im Spandauer Forst. Wo genau erzählen wir sind, genau, das werden wir euch gleich noch erzählen. Genau, wo sind wir hier? Oder erstmal, warum sind wir hier heute überhaupt? Vielleicht habt ihr schon gehört, dass momentan eine Ausstellung stattfindet in der Halle am Berghain von einem Künstler, der in Zusammenarbeit mit dem Museum eine virtuelle Welt über die Berliner Wetlands, also die Sümpfe und die Auenlandschaften, die mal in Berlin vorhanden waren, erstellt hat. Und im Rahmen dessen hat sich das Museum gedacht, wir bringen euch mal ein bisschen diese sehr biodiversen Gebiete näher. Dazu sind der Fred und ich, das sind wir beide. Wir beide sind Biologen und Guides am Naturkundemuseum. Mit ich meint Corby übrigens Corbinian. Genau. Heute hier in unserem liebsten Moorsumpf, dem Teufelsbruch im Spandauer Forst. Das hier ist ein ganz, ganz besonderes Ökosystem. Wir haben hier extrem viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Wir haben hier alleine über 500 Schmetterlingsarten, 700 Käferarten in dem ganzen Gebiet. Und das Ganze steht unter strengstem Naturschutz. Also vielleicht hat man das schon mal gehört. Das hier ist ein FFH-Gebiet. FFH ist eine EU-weite bindendes Gesetz zum Schutz von verschiedenen Habitaten, verschiedenen Tier- und Pflanzenarten. Und dazu gehört eben auch der Teufelsbruch, in dem wir uns hier heute befinden. Und ihr seht schon, sowas hätte man auf Berliner Stadtgebiet vielleicht gar nicht erwartet. Fred verabschiedet sich hier schon mal, weil wir euch natürlich auch ein paar Tier- und Pflanzenarten zeigen wollen. Aber was natürlich, wenn man über so ein Naturschutzgebiet spricht, ganz wichtig ist, ist, dass man hier dieses Gebiet eigentlich nicht betreten darf. Fred und ich, wir haben dafür eine Ausnahmegenehmigung. Wir dürfen auch ab und zu mal ein Tier fangen. Natürlich machen wir das nicht zum Spaß. Wir machen das alleine, um euch das ein bisschen näher zeigen zu können. Und dabei werden wir uns heute vor allem auf die Amphibien und die Reptilien konzentrieren. Wir haben hier 7 Amphibienarten. Das hört sich jetzt verglichen mit den Insekten, die wir aufgezählt haben, hört sich das gar nicht so viel an, aber ihr könnt ja auch schon mal versuchen, euch zu überlegen, ob ihr 7 heimische Amphibienarten aufzählen könnt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal auf den Weg und gucken, ob der Fred schon was gefunden hat. Für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, wir sind hier im Teufelsbruch, im Spandauer Forst, ein Naturschutzgebiet, knapp auf Berliner Stadtgebiet. Und hier bieten wir Exkursionen an für jeden, der sich für die Gewässerökologie in und um Berlin interessiert. Im Rahmen des Projektes Wissensfluss am Museum zusammen mit der Ausstellung Berl Berl. Natürlich muss man bei so einer Freilandexkursion, wir sind ja normalerweise im Museum unterwegs und da haben wir den Vorteil, dass der Brachiosaurus zum Beispiel immer da ist, wo wir ihn erwarten. Hier im Freiland ist es natürlich nicht der Fall. Deswegen muss man hier so ein bisschen vorsichtig durchlaufen, immer auf der Hut sein, ob man was sieht. Natürlich kann man sich auch überlegen, wie dieses Gebiet hier entstanden ist. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Dazu muss man sich erstmal überlegen, hier war ursprünglich mal eine Moorlandschaft, ein Moorsee. Dieser See wurde dann durch Wasserentnahme trockengelegt und dann mit Wasser von der Havel wieder bewässert. Und damit haben wir hier eine Bruchlandschaft, daher auch der Name Teufelsbruch, das ist ein alter Name für Sumpf.
Und seitdem der wieder bewässert wird, haben wir hier wieder ein durch einen Erlenbruchwald geprägtes Moorgebiet. Moore unterscheiden sich von Sümpfen daran, dass sie ständig überflutet sind. Und ich sehe hier jetzt gerade beim Filmen, habe ich hier schon was gefunden. Eine Haut von einer Schlange. Und ich habe Fred schon gehört, hier kann die jeder sehen. Ich glaube, Fred hat auch das Tier gefunden, zu dem die gehört. Fred? Ja. Oh, das sieht auf jeden Fall gut aus. Genau, das ist mit Sicherheit die häufigste Schlangenart, die wir in Deutschland haben. Das gilt auch für Berlin natürlich. Die meisten werden die vielleicht schon erkannt haben. Das ist eine Ringelnatter. Gucken im Licht. Ja. Gehen wir ein bisschen in den Schatten. Genau, die ist jetzt auch noch nicht ausgewachsen. Ich schätze, die ist so zwischen 2 und 3 Jahre alt. Je nachdem, wie gut sie gefressen hat, wachsen die teilweise ganz unterschiedlich schnell. Hier nochmal im Vergleich, die Haut ist auf jeden Fall von einer deutlich größeren, ist aber auch von einer Ringelnatter. Wir haben ja sonst keine anderen Schlangen, die hier leben. Sprich, die Haut ist definitiv auch von einer Ringelnatter, aber eben von einer deutlich größeren. Also man sieht, das ist nur ein Stück der Haut und die ist schon deutlich länger als dieses ganze Tier. Aber wenn wir schon über die Länge sprechen, haben wir hier was ganz Interessantes. Vielleicht kannst du das mal im Detail filmen. Man sieht, da fehlt ein Stück. Wo? Das sieht ein bisschen radiat aus. Genau. Es ist gerade schon am Abheilen, ist noch nicht ganz fertig abgeheilt. Aber das sieht zwar martialisch aus, aber das haben hier tatsächlich fast alle Ringelnattern, dass denen so ein Stück Schwanz fehlt. Man sieht hier auch noch, dass die ein paar Knochen gebrochen hat, hier hinten am Schwanz, da ist so ein Hubbel. Oh ja. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, woran es liegt. Corby hat es ja schon gesagt, die Ringelnatter ist hier zwar eins der Tiere, die sich von vielen anderen Tieren, die hier leben, ernährt, aber sie ist natürlich insbesondere in der Größe auch ein gefundenes Fressen für ganz, ganz viele andere Tierarten. Potenziell zum Beispiel für Marder, für, was haben wir noch, Waschbären. Aber auch für ganz viele Vögel natürlich. Wenn sie frisch aus dem Ei geschlüpft sind, sind sie noch kleiner. Das heißt, da kann sich auch eine Krähe oder sowas auch gerne mal eine Ringelnatter schnappen. In der Größe vielleicht dann schon eher ein Reiher. Wir haben Graureiher hier ganz viele. Und insbesondere, dass der Schwanz fehlt, passiert eben oft, wenn die Ringelnatter quasi auf der Flucht ist und sich in irgendeine Spalte reinzwängt. Dann verkeilen die sich da drin und dann kann man die schwer rausziehen. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Waschbär, der hinterher eilt, dann beißt er eben den Schwanz so viel ab, wie er kriegen kann. Und das verheilt dann tatsächlich relativ gut. Die sind sehr robust, also die ertragen tatsächlich mehr, als man sich vorstellen kann. Und so wie es aussieht, wird die auch ihr restliches Leben ohne den Schwanz ganz gut zurechtkommen. Im Gegensatz zu Eidechsen zum Beispiel wächst der Schwanz bei Schlangen nicht nach. Also die können den auch nicht abwerfen, sondern die muss jetzt tatsächlich ihr Leben lang ohne Schwanz auskommen. Aber solange nicht allzu viel fehlt, ist das alles gar kein Problem. Ich würde sagen, wir machen einfach direkt da weiter, wo wir vorher aus dem Netz geflogen sind. Und zwar haben wir gerade über die häufigste Froschart, die es hier gibt, gesprochen. Und Fred hat einen erwischt mit dem Kescher. Und den gucken wir uns jetzt nochmal gemeinsam an. Genau, das habe ich gerade schon gesagt. Das ist hier und wahrscheinlich auch in Berlin im Moment die häufigste Froschart, die wir hier haben. Man sieht die oft auch, man kann die auch in der Stadt, sage ich mal, in urbanen Gewässern finden. Kann Corby nachher noch was dazu erzählen, warum das so ist. Auf jeden Fall ist das ein sogenannter Teichfrosch. Und der ist deswegen interessant, weil das ein natürlicher Hybride ist. Das bedeutet, in Deutschland gibt es 2 andere sogenannte Grünfrösche, also Frösche, die hauptsächlich im Wasser leben und so grünlich gefärbt sind, teilweise sehr variabel. Oft haben sie so einen Rückenstrich, so einen hellen und eben so eine schwarze oder braune Zeichnung auf dem Rücken. Und genau, die 2 Ursprungsarten sozusagen sind der Seefrosch und der kleine Wasserfrosch. Und die hybridisieren auf natürliche Art und Weise. Und man kennt es vielleicht aus dem Zoo. Macht man heute eigentlich nicht mehr, aber es wurde schon versucht, so Tiger und Löwen zu kreuzen. Da entstehen dann Liger.
Und die sind infertil. Das bedeutet, die können keine zeugungsfähigen Nachkommen oder die können sich nicht fortpflanzen. Das ist allerdings bei diesem Teichfrosch oder Wasserfroschkomplex, also diesen zwei anderen Arten, nicht so, sondern der Teichfrosch, der dabei entstanden ist, der ist auch untereinander paarungsfähig. Also die können wieder Nachkommen kriegen, die wiederum Nachkommen kriegen und so weiter. Und es hat dazu geführt, dass dieser Teichfrosch an den meisten Orten tatsächlich, weil er sozusagen die beiden, das Beste aus beidem vereint, aus kleinem Wasserfrosch und Teichfrosch, und dadurch oftmals einfach ein bisschen robuster, ein bisschen besser angepasst an verschiedene Habitate ist, vor allem natürlich heute, wo die Habitate durch den Menschen stark beeinträchtigt sind. Vielleicht kann ich den mal wieder schwimmen lassen. Sag uns mal noch, wie man den von, wenn ich jetzt einen anderen Frosch, der nicht zu diesem Artkomplex gehört, wie ich denn den erkenne an der Farbe? Mit einem Frosch unterscheiden, der quasi ein Braunfrosch ist zum Beispiel. Genau, ja. Die Braunfrösche, also Grasfrosch und Moorfrosch, die wir auch beide hier haben. Allerdings sind die im Sommer eben nicht mehr am Gewässer, sondern im Wald meistens. Die kommen nur im Frühjahr her, um ihren Laich hier abzusetzen. Das haben wir dieses Jahr auch hier gesehen, den Laich. Ich setze ihn mal wieder rein. Die sind aber eben, da schwimmt er wunderschön weg, die sind eben braun gefärbt, auch mit so einem Rückenmuster, aber die sind niemals so grün. Das heißt, wenn man so grüne Frösche sieht, ist es auf jeden Fall immer einer dieser Wasserfrosch-Komplexarten. Und tatsächlich heutzutage eben fast immer der sogenannte Teichfrosch. Wir sind immer noch im Spandauer Forst, um euch hier ein bisschen die Biodiversität mit einem Fokus auf Reptilien und Amphibien näher zu bringen. Wir haben hier schon für alle, die jetzt erst wieder dazugekommen sind, leider klappt es mit dem Internet nicht so, wie wir uns gedacht haben. Gerade als wir rausgeflogen sind, haben wir über den Teichmolch gesprochen, dessen Larve wir hier gefunden haben. Und der Fred hat das, bevor wir rausgeflogen sind, aus dem Internet schon angekündigt. So sieht der Teichmolch aus, wenn er seine Metamorphose vollendet und fertig für das Landleben ist. Ist eigentlich, wenn man das so vergleicht, eigentlich genau das Gleiche, nur eben, dass die Außenkiemen, über die wir schon gesprochen haben, fehlen. Genau, und er ist jetzt, wie man sieht, wirklich winzig, winzig klein. Hat natürlich dementsprechend auch viele, viele Fressfeinde. Also in der Größe werden die mit Sicherheit auch von großen räuberischen Käfern zum Beispiel gefressen, aber auch von Amseln, also da braucht es nicht mal wirklich räuberische Vögel dafür, keine Raubvögel, sondern wirklich auch so kleine Vögel, die in der Laubstreu einfach rumpicken und nach Würmern suchen, die werden sich auch so einen kleinen Teichmolch reinfressen. Das heißt, was es natürlich bedeutet, wenn ein Tier viele, viele Fressfeinde hat, dass es natürlich nur dann existieren kann, wenn es einfach ganz, ganz, ganz viele davon gibt. Das hat Corby ja gerade schon erzählt. Wir haben hier teilweise im Frühjahr, wenn die adulten Tiere dann ins Wasser gehen, um ihre Eier zu legen und sich zu paaren, erstmal wirklich Unmengen von Teichmolchen hier gesehen. Und dementsprechend viele Jungtiere gibt es dann auch im Laufe des Jahres. Was haben wir denn hier gefunden? Ja, wir haben ja schon vorhin drüber gesprochen, dass wir hier ein unfassbar gesundes, sehr diverses Habitat haben mit ganz verschiedenen Arten. Und es gilt natürlich nicht nur für Amphibien, Vögel und Säugetiere, sondern auch für Wirbellose. Und ich habe jetzt hier mal drei verschiedene Schnecken eingesammelt. Die lassen wir natürlich auch gleich wieder wegkriechen. Das sind drei verschiedene Schnecken, vielleicht habt ihr auch einige davon schon gesehen. Wasserschnecken. Genau, das muss man dazu sagen, die leben unter Wasser. Nicht jetzt hier am Land gesammelt, sondern die kommen alle hier aus dem schönen Gewässer, in dem wir uns hier aufhalten. Genau, und da sind, über alle drei kann man eigentlich ein bisschen was sagen. Und zwar ist das hier die Posthornschnecke, die ist tatsächlich hier, würde ich sagen, die häufigste. Also da ist wirklich alles voll davon. Die kennen vielleicht auch manche aus dem Gartenteich. Die kann man sich da auch beim Zoofachgeschäft kaufen. Gibt es inzwischen auch in verschiedenen Farbzüchtungen, also so bläuliche und rosane. Hier sind sie ganz Naturfarben, eben so braun. Und mit ein bisschen Algenaufwuchs sieht das so grünlich aus. Das da ist die Sumpfdeckelschnecke. Das sieht man, weil die hier
so einen Deckel hat, mit dem sie ihr Haus verschließen kann. Sieht man ganz gut. Das ist auch so ein kalkhaltiger Deckel sozusagen, der ähnlich aufgebaut ist wie das Gehäuse selbst. Damit kann sie quasi dicht machen und dann ist sie da drin besonders geschützt, wenn sie zum Beispiel, wie wir sie jetzt aus dem Wasser gehoben haben, damit sie nicht austrocknet. Und das Besondere an der Sumpfdeckelschnecke ist, dass sie lebendgebärend ist. Das ist wirklich außergewöhnlich bei Schnecken. Normalerweise legen Schnecken eben Eier, auch die Wasserschnecken tun das. Und vor allem natürlich Gehäuseschnecken, gibt ja auch Nacktschnecken, aber Gehäuseschnecken legen für gewöhnlich Eier. Und das ist besonders an der Sumpfdeckelschnecke, dass sie eben wirklich lebende kleine Schnecken zur Welt bringt. Die sehen natürlich noch nicht ganz so aus wie die jetzt, nur in klein, sondern das Gehäuse ist noch bei weitem nicht so entwickelt. Das kommt dann erst mit der Zeit. Aber eben eine lebendgebärende Schnecke ist wirklich was Besonderes. So, über die beiden haben wir schon gesprochen. Die lassen wir mal wieder rein. Und dann gibt es diese hier noch, das ist die Spitzschlammschnecke. Die kann noch deutlich größer werden, also so 7-8 cm. Und die ist auch relativ häufig in Deutschland. Und das Besondere an der ist, dass sie eine sogenannte Wasserlunge hat. Also ist eine Lungenschnecke. Das klingt erstmal komisch, aber ist tatsächlich auch nicht ganz vergleichbar mit unserer Lunge, mit der wir Luft atmen, sondern funktioniert quasi nur nach demselben Prinzip. Normalerweise haben Wasserlebewesen ja Kiemen in der Regel. Man denkt jetzt an Fische zum Beispiel. Und Kiemen funktionieren ja so, dass das Wasser immer nur in eine Richtung strömt. Das heißt, die Fische öffnen ihr Maul und saugen Wasser ein und durch den Kiemendeckel geht das wieder raus. Hinten, also die atmen nicht ein und aus, sondern das Wasser strömt nur in eine Richtung. Und das ist eben bei dieser Schnecke hier anders. Es gibt auch noch mehr Wasserlungenschnecken natürlich, aber die hier ist eben eine davon, die sozusagen Wasser einsaugen und dann dort den Sauerstoff dem Wasser entziehen sozusagen, den im Körper aufnehmen, so wie wir das mit Luft machen. Und dann atmen sie quasi das Wasser wieder aus, indem sie es wieder ausstoßen sozusagen. So ein Naturschutzgebiet darf man natürlich nicht betreten normalerweise. Wobei man sagen muss, auf den Wegen darf man es betreten. Wir sind hier auch gerade auf den Wegen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Hier hat man die Besonderheit, dass hier so ein Weg, den kann man hier hinter mir sehen, der natürlich betreten werden darf. Wir sind ja hier auch auf einer Holzbrücke extra, dass man hier drauf kann. Wir können euch versprechen, wenn schönes Wetter ist, ihr werdet die Frösche überall sitzen sehen. Ihr werdet die Ringelnattern überall sitzen sehen. Ihr werdet vielleicht, wenn ihr konzentriert ins Wasser guckt, auch die Molchlarven finden. Ihr werdet auf jeden Fall ohne Ende Libellen finden. Ja. Und da muss man die Sachen gar nicht fangen, darf man ja auch nicht. Und an der Stelle wollen wir natürlich auch nochmal sagen, dass wir das dürfen. Wir machen das zu Anschauungszwecken, aber normalerweise darf man in so einem Naturschutzgebiet gerade Reptilien- und Amphibienarten nicht einfach fangen. Und wir lassen die natürlich auch wieder frei. Wir wissen, wie man mit den Tieren umgeht. Und schließlich geht es ja auch darum, dass ihr die mal hier vor euren Endgeräten auf Instagram auch mal von Namen sehen könnt. Deswegen machen wir das. Und es kann euch aber auch sagen, erstens ist es gar nicht so einfach, die zu fangen. Und zweitens kann man die hier wunderbar beobachten. Gerade wenn man ein Fernglas dabei hat. Mit dem Handy geht es jetzt nicht so gut. Aber gerade mit einem Fernglas hier einfach mal eine Stunde verbringen und ich kann euch versprechen, hier wird man Tier- und Pflanzenarten sehen, von denen man gar nicht dachte, dass es solche biodiversen Gebiete hier auf dem Berliner Stadtgebiet gibt. Wir sind ja sogar noch im B-Bereich. Das ist umso, wenn man hier mit den öffentlichen Verkehrsmitteln herfahren will, kann man das mal, ist so ein schöner Tagesausflug, um mal so diese sehr wertvollen Habitate, die immer so ein bisschen hinten runterfallen, weil Süßwassergewässer sind so ein bisschen die vergessenen Ökosysteme, aber eigentlich sind das unfassbar wertvolle Ökosysteme für die Amphibien, die wir jetzt gesehen haben, für die ganzen Insekten, die sich da drin entwickeln. Wir haben jetzt an den Amphibien und an den Libellen gesehen, dass es natürlich auch viele Tiere gibt, die nicht in so einem Gewässer dauerhaft leben, aber die dieses Gewässer dringend für ihre Entwicklung brauchen. Und wenn solche Gewässer, wie hier der Teufelsbruch, verschwinden, verschwinden damit zwangsläufig auch die Libellen, die hier drin ihr Jugendstadium verbringen, genauso wie natürlich die Amphibien, die hier ein sehr wichtiges Laichgewässer haben. Ich würde sagen, ich mache nochmal ein paar so Panoramaaufnahmen und in der Zwischenzeit können wir nochmal kurz warten, ob es noch Fragen gibt.
Frage. Habt ihr neue Informationen zum Salamanderfresserpilz? Tatsächlich, soweit ich das im Moment sagen kann, ist der Pilz in Berlin noch nicht. Der ist aber auf dem Vormarsch. Ich weiß zum Beispiel, dass er seit letztem Jahr im Bayerischen Wald nachgewiesen ist. Eigentlich ja vor allem in Frankreich und Belgien und Westdeutschland ein ganz großes Problem. Ist eben ein Pilz, der hauptsächlich Amphibien oder eigentlich ausschließlich Amphibien, hauptsächlich Salamander befällt. Und zum Beispiel den in Deutschland einheimischen Feuersalamander vielerorts wirklich großflächig schon an den Rand des Aussterbens gebracht hat. In Berlin ist er noch nicht, aber man muss natürlich aufpassen, dass er hier nicht herkommt. Pilze können sich über Sporen ausbreiten und da müssen natürlich auch WissenschaftlerInnen aufpassen, dass sie zum Beispiel, wenn sie diesen Pilz erforschen, nicht dazu beitragen, dass der verbreitet wird. Also sprich, Gummistiefel desinfizieren, die ganzen Gerätschaften, Kescher, mit was man auch immer irgendwie arbeitet, das ganze Gerät muss natürlich desinfiziert werden oder am besten gar nicht von einem Ort zum nächsten gebracht werden, wenn man weiß, dass es den Pilz dort gibt. Hier war noch eine interessante Frage, ob du noch mal sagen könntest, was denn der Unterschied zwischen einem Hybriden und einer Unterart jetzt ist bei diesem Frosch? Ah, ja, das ist tatsächlich interessant, also eine gute Frage. Unterarten sind tatsächlich, eine biologische Einheit, so wie Art oder Gattung, also in der Taxonomie, das heißt, wie man systematisch Tiere und deren Verwandtschaft sozusagen eingliedert, da ist die Unterart eine der kleinsten Einheiten sozusagen. Sprich, Individuen verschiedener Unterarten, die gehören zur selben Art, sind eben Unterarten, die können sich aber miteinander fortpflanzen. Das bedeutet, dass sie quasi derselben Art angehören und eigentlich spricht man nur von Unterarten, wenn sie quasi lokal, sprich geografisch voneinander getrennt sind. Heißt zum Beispiel, gibt es eine nördliche und eine südliche Unterart von irgendeinem Frosch oder von irgendeiner Eidechse oder sonst irgendwas. Das heißt, die werden sich eigentlich nie hybridisieren, weil sie an verschiedenen Orten leben. Und wenn quasi Hybride entstehen, das sind tatsächlich, wenn sich zwei verschiedene Arten kreuzen. Und das bedeutet, oder nur dann spricht man von Hybriden, weil das eben was Besonderes ist, was eigentlich in der Natur nahezu nie passiert und eben meistens auch dazu führt, dass die Nachkommen nicht mehr fortpflanzungsfähig sind. Das ist also der Unterschied. Hybrid ist quasi wirklich ein Mix aus zwei Arten und Unterarten sind sozusagen Teile einer Art, die miteinander sich fortpflanzen können, das aber in der Natur eben nicht tun, weil sie eigentlich geografisch getrennt sind. Cool. Dann war noch eine Frage zum Biber, ob wir den heute wieder gesehen haben. Leider nicht. Wir haben seine Spuren gesehen, aber heute war es ihm wahrscheinlich schon zu früh, zu warm und zu hell. Hier war auch heute deutlich mehr los. Wenn schönes Wetter ist, versuchen immer wieder Leute hier mit dem Fahrrad drüber zu fahren. Da es überflutet ist, geht es nicht so gut. Aber gute Frage, den Biber, den gibt es hier auf jeden Fall auch. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, über Säugetiere. Ist natürlich auch ein wichtiges Habitat für solche Tiere und gerade der Biber als großes Säugetier, dessen Spuren sieht man hier an den ganzen toten Bäumen schon ordentlich. Ja, also vor einiger Zeit kann man hier vielleicht auch noch mal kurz zeigen. Da vorne sieht man noch einen Baum, den der Biber umgenagt hat, der hier über den Weg läuft. Ich laufe da jetzt nicht hin, weil ich habe Angst, dass wir wieder rausfliegen. Auch wenn wir jetzt am Ende sind, trotzdem wollen wir einen flüssigen Abgang hinlegen. Genau, ohne Streamabbrüche. Genau. Ja, genau. Dann würde ich nochmal sagen, herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Ja. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen näher bringen, was es hier so gibt, warum so ein Gebiet natürlich besonders schützenswert ist und sehen uns hoffentlich bald auf einer Exkursion oder im Museum. Museum. Bis dahin, schönen Sonntag. Ja. Und bis hoffentlich bald. Schöne Sonntag. Ciao. Ciao.